Vielleicht hast du schon erlebt, dass du vor einer verschlossenen Autotür warst. Der Schlüssel verloren oder er ist drin im Auto, das ist mühsam. Aber schau, genau gleich kann das auch in Beziehungen passieren. Du gibst dir Mühe beim Ehepartner, aber irgendwo ist er verschlossen. Oder beim Nachbar, du gibst dir Mühe, aber die Tür ist wie zu. Beim Arbeitskollegen denkst du, hey, warum ist der immer so muckig? Oder sonst auch in Beziehung mit Menschen, und du merkst, das ist wie zu. Oder auf deinem Weg, wo du möchtest, weitergehen und mit Gott merkst, irgendwie ist es verschlossen. Weißt du was? Gott hat eine gute Verheißung für dich gegeben. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 8, siehe, ich habe eine offene Tür vor dir gegeben, die niemand zuschließen kann. Schau, Jesus ist der beste Türöffner für unmögliche Situationen, die wir selber nicht öffnen können. Jesus ist der beste Türöffner für dein Leben. Er hat die Verheißung gegeben, ich habe dir offene Tür gegeben, die niemand zuschließen kann. Darum, lass deine Gedanken voll sein von diesen Verheißungen, wo er sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben, die niemand zuschließen kann. Glaub das. Die Bibel sagt im Psalm 24,7: Öffnet euch, ihr uralten Tore, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der Herrscharen. Sprich doch im Glauben aus, in diesen unmöglichen Situationen. Gott, du gibst eine offene Tür. Ich glaube, dass du das Unmögliche möglich machen kannst. Und ich möchte jetzt für dich beten und zusprechen. Gott gibt dir eine offene Tür in Situationen, die du selber nicht öffnen kannst. Im Namen Jesu. Amen.